Joho und willkommen zurück bei Let's Play Risen 2. Ja, unsere Suche nach Captain Garcia hat uns jetzt hier zurück nach Caldera geführt. Und ja, wir müssen höchstwahrscheinlich mit dem Hohen Rat quatschen. Wir haben uns da letztes Mal... Warte mal... Oh, Klingenlehrer... Achso, das ist... Garcia... Morigato... Genau, wir haben mit Morigato gesprochen. Das hat aber nicht wirklich was gebracht. Wir haben dann noch so einen Abholschein bekommen und seinen Siegelring konnten wir klauen, aber... Ja. Hey du, lass meine Arbeiter in Ruhe. Wer schleppt die Kisten, wenn sie sich zur Armee melden? Ja, du. Genau. Dann musst du wohl selbst mit anpacken. Na toll, jetzt geben hier schon die Piraten den Ton an. Fehlt nur noch, dass noch mehr von euch kommen. Was weißt du über andere Piraten? Taschendiebstahl geht nicht, ne? Ich bin noch nicht gut genug. Was weißt du über andere Piraten? Garcia, der Captain, war bis vor kurzem in der Stadt. Morigato hat ihn in den Hohen Rat gebracht. Und? Nichts und. Aus solchen Dingen halte ich mich raus. Der Hohe Rat kümmert sich um die Politik, ich kümmere mich um die Kisten. Nette Gesichtsbehaarung hat er auf jeden Fall. Passend zu seinen Kopfhaaren. Was sind das für Kisten? Wer sitzt alles im Hohen Rat? Was sind das für Kisten? Machen wir erstmal. Was sind das für Kisten? Waren aus Takarigua. Vor allem Zucker. Alles wird genauestens geprüft und abgerechnet. Und sie haben es bis heute noch nicht geschafft, uns die richtige Anzahl Kisten zu schicken. Irgendein Depp auf Takarigua kann anscheinend nicht zählen. Okay, wer sitzt also im Hohen Rat? Wer sitzt alles im Hohen Rat? Der Rat besteht aus 5 Leuten. Der gelehrte Custodio hat den Vorsitz. Morigato hat den Sitz der Händler. Puco spricht für die Bauern. Und dann sind da noch Godin, der Handwerker, und Kommandant Corrientes. Und der Hohe Rat trifft alle Entscheidungen? So ist es. Aber ich weiß nicht viel darüber. Gut, gut. Unsere Aufgabe wird es dann wohl sein, den Hohen Rat umzustimmen. Halt! Kein Zutritt! Mein Herr Azzurro will nicht gestört werden. Azzurro! Das war er jetzt endlich. Nein, im Moment ist es schlecht. Okay, wir gucken erstmal da hinten. Ich glaube, da war so ein Pistolenmacher oder so. Zumindest hat er da an der Kanone rumgeschraubt. Das Schloss ist zu schwer für mich. Shit. Der Fernando, meinst du, das stört ihn oder er kriegt das mit? Ich glaube, er kriegt es bestimmt mit. Nö. Nee. Hi! Warum störst du mich? Du siehst aus wie der Mann mit den Feuerwaffen. Ich bin der Mann mit den Feuerwaffen. Obwohl, eigentlich ist Meister Godin der Experte. Ich setze nur ein paar seiner Ideen um. Erzähl mir von Meister Godin. Verkaufst du auch Waffen? Kannst du mir was beibringen? Wir gucken erstmal. Verkaufst du auch Waffen? An dich? Offiziell gehörst du nicht zu uns. Du kannst dir einen schriftlichen Antrag besorgen, den unterzeichnen und besiegeln lassen. Ich bezahle mit Goldmünzen. Das geht auch. Na dann, zeig mal. Lass uns handeln. Bombe, Pulverfass, Duellpistole. Schaden 70. Pistole plus 20. Das ist natürlich nicht schlecht. Abgesägte Kaperbüchse. Okay. 30 Sekunden Nachladezeit. Aber dafür 90 Schaden. Bauplan für die Zwillinge, Kugel. Okay, komm, wir verkaufen erstmal. Wir hatten ja noch einen Kerzenleuchter und eine Karaffe und nochmal 2 Silberpokale. Ja, das behalten wir mal. So, erzähl mir von Meister Godin. Erzähl mir von Meister Godin. Er ist ein Genie. Ständig tüftelt er Verbesserungen für die Feuerwaffen aus.
Seine Konzepte für die doppelten Ratschlösser waren brillant. Dafür haben sie ihn zum Mitglied des Hohen Rates ernannt. Aha, und ich muss in den Hohen Rat, zufälligerweise? Ich muss in den Hohen Rat. Ich bin zwar selbst ab und zu im Rat, aber nur, wenn Meister Godin einen Auftrag für mich hat. Wenn du kein Mitglied bist, brauchst du ein besiegeltes Schreiben. Versuch's doch mal beim Maurigato. Vielleicht kannst du in seine Dienste treten. Ich habe ja von Maurigato schon was bekommen. Warte mal, wenn ich den Siegelring mal benutze, geht das? Den kann ich nur anziehen. Wir hatten, glaube ich, den an. Was gibt's hier noch? Nichts. Okay. Gut, wir gucken erstmal weiter. Da hinten durften wir ja nicht rein. Dann gehen wir hier oben mal lang. Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz anders. Also ich will damit nichts zu tun. So, wo sind wir denn hier? Lucia. Wie kann ich behilflich sein? Ich suche eine Unterkunft. Ich hörte, Garcia war in der Stadt. Wer wohnt im Hotel? Ich hörte, Garcia war in der Stadt. Ja, er hat ein Zimmer bei uns gemietet. Doch dann ist der urplötzlich abgereist. Er hat nicht mal seinen Zimmerschlüssel abgegeben. Könnt ihr euch das vorstellen? Oh nein. Wer wohnt denn hier noch im Hotel? Ich habe den Schneidermeister Pantaleo aufgenommen. Er versucht, hier seiner Arbeit nachzugehen. Außerdem ist noch Di Silva zu Gast. Ein vielbeschäftigter Mann. Vielleicht stört ihr ihn besser nicht. Du glaubst gar nicht, ich werde hier so viele Leute stören. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Ja. Das sieht ja schlimm aus. Ich sehe schon, da müssen wir einiges richten. Und du bist, Willkommen. Ich bin Pantaleo, der Schneider von Caldera. Ich will eine Perücke Ich will eine Perücke abholen. Ah ja? Habt ihr einen Abholschein? Natürlich. Die ist für Maurigato bestimmt. Genau. Ich hol sie für ihn ab. Nee, ich weiß nicht. Was ist los? Ich hab den Schein. Ich hol die Perücke. Oder soll ich Maurigato ausrichten, dass ihr euch geweigert habt? Natürlich nicht. Gut. Die Perücke ist fertig. Allerdings ist hier vermerkt, dass sie noch nicht bezahlt ist. Habt ihr das Geld dabei? 100 Gold, oh Mann. Unförmigen Beutel. Dafür bin ich nicht gut genug. Wir müssen unbedingt Diebeskunst erlernen. Ja, komm. Gib mir die Perücke. Ich habe sie wieder hergerichtet. Bitteschön. Danke. Und was kannst du mir sonst noch so anbieten? Such dir etwas Ausgefallenes? Bausch, Saum oder Spitze? Ah, sag nichts. Ihr bevorzugt eher den robusten Stil, richtig? Nichtsdestotrotz, wenn ihr etwas seht, das euch gefällt, greift ruhig zu. Alles klar, dann zeig mal. Viele Sachen. Ui. Tolle Sachen. Ganz tolle Sachen. Ein schwarzer Mantel. Oh, wie geil. Wie geil. Dazu noch eine schicke Hose. Aber wir haben ja eine schwarze. Gute Lederstiefel, 5, 1, ich glaube, wir gehen dann komplett auf einschüchtern. Würde ich mal behaupten. Das Ding hätte ich natürlich echt gerne. Warte mal. Die Piratenklamotten können wir ja eigentlich auch verkaufen. Oder? Ich würde sagen, ja, komm weg damit. So. Komm, wir verkaufen nochmal 10 Gold. Und dann die Weste. So.
Dann können wir uns nämlich den Mantel hier kaufen. Zack. Jetzt haben wir noch 217. Die Schuhe hätte ich natürlich auch gerne. 750. Das haut nicht wirklich hin. Das wird eng. Sei denn, wir verkaufen hier noch ein paar Pflänzchen, die wir nicht brauchen. So. Gut. Haut hin. Dann kaufen wir hier die Stiefel noch. Unsere kommen dafür weg. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie wir aussehen. Schick. So. Cool. Jawohl. Das sieht doch super nice aus. Geil. Alles klar. Was weißt du über Garcia? Was weißt du über Garcia? Der Pirat. Er hat sich ein Zimmer gemietet. Erst war ich deswegen etwas in Sorge. Aber er kam als Gast von Mauregato. Und Mauregato ist ein ehrenwerter Mann. Er gehört zu meinen besten Kunden. Wenn er einen Pirat in sein Haus einlädt, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Kann ich sonst etwas für euch tun? Wohnst du im Hotel? Wohnst du im Hotel? Ach ja, mein Geschäft befand sich auf dem Land, an einer Kreuzung, inmitten von Hügeln, im Schatten einer wundervollen Buche. Doch jetzt zerstört der Krieg das Land. Was blieb mir anderes übrig, als herzukommen? Bei Lucia fand ich eine neue Unterkunft. Ja, besser als draußen drauf zu gehen. So, gucken wir mal weiter. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Hinweise auf Garcia. Ach man, jetzt latscht uns der Typ natürlich. Bitte tu mir nichts. Ich werde dir mit Sicherheit nichts tun. Jetzt latscht uns der Typ die ganze Zeit hinterher, das ist... natürlich jetzt nicht so von Vorteil. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Huch. Steck ja nichts ein. Was machst du denn hier? Was machst du da? Ich, also, was genau meinst du? Woher hast du diesen Altar? Woher hast du diesen Altar? Er stammt von der Schwertküste. Dort gibt es einige Höhlen, in denen die Eingeborenen solche Altäre errichtet haben. Ich habe ihn hierher mitgebracht, um die Magie der Wilden zu erforschen. Normalerweise hätten sich die Magier darum gekümmert, aber nachdem der Hohe Rat sie aus Caldera verbannt hat, kümmern wir Gelehrten uns um die Sache. Na dann, und warum interessiert dich die Magie der Eingeborenen? Warum interessiert dich die Magie der Eingeborenen? Die Eingeborenen beten die Titanen als Götter an. Es ist möglich, dass sich in ihrem jahrtausendealten Wissen der Schlüssel für einen Sieg über die Titanen verbirgt. Was hast du bisher herausgefunden? Was hast du herausgefunden? Ich weiß, dass es einen Zauber gibt, mit dem die Eingeborenen Gedanken kontrollieren können. Wahrscheinlich wenden die Titanenlords denselben Zauber an, um ihre Schergen zu kontrollieren. Wenn es mir gelingt, den Zauber zu verstehen, kann ich vielleicht eine Methode finden, ihn zu unterbinden? Was brauchst du für deine Forschung? Was brauchst du für deine Forschung? Ich bin immer an Zutaten für meine Experimente interessiert. Für eine entsprechende Summe Gold wäre ich auch bereit, einige meiner Sachen zu verkaufen. Ja, Forschung ist eben teuer. Das stimmt. Von Voodoo habe ich keinen blassen Schimmer. Von Voodoo habe ich keinen blassen Schimmer. Kein Wunder. Die Wilden geben Fremden ihre Geheimnisse nicht preis. Ich habe größte Schwierigkeiten, an Informationen zu gelangen. Nach unzähligen Experimenten ist es mir bisher nur gelungen, ein paar Tränke herzustellen. Warum wurden die Magier aus Caldera verbannt? Was weißt du über Voodoo-Tränke? Zeig mir deine Sachen. Mach mal hier. Warum wurden die Magier aus Caldera verbannt? Der Hohe Rat hat ihnen die Schuld an der Vernichtung des Alten Reiches gegeben.
Inquisitor Mendoza und seine Männer haben auf Faranga den Titanenlord Ursegor befreit. Genau jener Ursegor, der jetzt im Kampf gegen Ismael den Norden verwüstet. Die Magier hätten das verhindern müssen, sagt jedenfalls Maurigato. Die Mehrheit im Hohen Rat ist dem gefolgt. Ja, ja, der Maurigato. Was weißt du über Voodoo-Tränke? Was weißt du über Voodoo-Tränke? Nicht viel. Na, Wahnsinn. Zeig mir, wie man Tränke herstellt, wie man Tränke verbessert, das interessiert uns ja alles nicht. Zeig mir deine Sachen. Schädelamulett, Totenkult, schwarze Magie, Ritual, Hiebwaffen einschüchtern, Totenkopfring. Das wäre gar nicht so schlecht. Na gut. So, Lucia, ich gehe schon. So, warte mal. Ich suche eine Unterkunft, vielleicht kriegen wir die von Garcia. Ich suche eine Unterkunft. Das lässt sich einrichten. Ich habe da noch ein freies Zimmer. Allerdings vermiete ich nur noch dauerhaft. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Das sagt ihr jetzt. Aber eine Woche ist schnell vergangen. Andererseits, Garcia ist auch nicht lang geblieben. Gut, ich komme euch mit dem Preis entgegen. 250 Gold ist ganz schön teuer. Ich will das Zimmer von Garcia. Ich will das Zimmer von Garcia. Warum? Es gibt noch ein freies Zimmer. Solange das nicht vermietet ist, werde ich sein Zimmer nicht freigeben. Immerhin hat er dafür bezahlt. Ich will. Ich will das Zimmer von Garcia. Warum? Ich will das Zimmer von Garcia. Okay, warte mal. Haben wir noch 250 überhaupt? Haben wir doch gar nicht. Wir haben halt nichts mehr zu verkaufen hier. Wir sind arm wie eine Kirchenmaus. Freunde der Nacht. So, Lucia. Schlender mal nicht weg. Ich nehme das Zimmer. Die Treppe rauf und direkt rechts. Ich will das Zimmer von Garcia. Warum? Ich will! Verdammt, Treppe rauf und rechts. Vielleicht kommen wir ja mit dem Schlüssel auch in Garcias Zimmer. Aber nö, das war das halt umsonst. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nicht. Shit. Das hätten wir uns echt sparen können anscheinend. Warte mal, ich lade mal. Dann sparen wir uns das nämlich. Denn 250 Gold sind 250 Gold. So, da drüben war auch nichts. Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz anders. Wir gehen jetzt erst. Also ich will damit nichts zu tun. Wir gehen jetzt erst mit der. Das hat mein Mann auch. Jetzt halt die Klappe! Wir gehen jetzt erst mit der Perücke zurück. Zu Maurigato. Mal gucken, was er dazu sagt. Ob er die haben will. Und was er uns dann dafür gibt. Huch. Ich habe keine Zeit für dich, Bursche. Geh. Okay. Können wir die einfach aufziehen oder so? Warte mal. Nö. Aha. Voodoo-Puppe Maurigato. Ich kann damit Maurigato kontrollieren. Jadestein, Zähne, Auge, Voodoo-Puppe. Okay, wir müssen eine Puppe von ihm machen, alles klar. Allerdings haben wir dafür kein Geld. Wir haben keine Knete. Glaube ich zumindest. Wir gehen nochmal gerade zurück. Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das anders. Wir gehen nochmal hier hinten zu die Silver. So, was brauchten wir? Der hat nämlich davon gar nichts.
der hat davon gar nichts. Oh Mann! Scheiße! Für wen brauchen wir das dann? Irgendjemand muss uns das ja herstellen können, oder nicht? Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das... Verzeiht mir, ich kam nicht umhin mitzukriegen, dass ihr euch nach Garcia erkundigt habt. Und wer bist du? Und wer bist du? Das ist selbstverständlich unwichtig. Viel wichtiger ist, wer mein Herr ist. Wer ist dein Herr? Der Händler Azuro. Er würde euch gerne zu einem Gespräch in sein Haus bitten. Das ist aber schön. Was will er denn von mir? Was will er von mir? Selbstverständlich wird er das mit euch alleine besprechen wollen. Sie ist auch geil hier. Ach ja, Ist das eine Falle? Ist das eine Falle? Selbstverständlich nicht. Wenn das eine Falle ist, stirbst du zuerst. Ich versichere euch, mein Herr hegt keinerlei Absichten dieser Art. Ja, hoffentlich. Na dann hopp. Na dann hopp. Sehr wohl. Folgt mir bitte. Folge dem Diener. Wer bist du? Possodino. Mit dem quatschen wir auch noch. Mein Gott, es gibt viel zu erledigen hier, ne? Und viel zu entdecken in Caldera. Der Zuro war doch da hinten. Was macht das bei uns eigentlich? 41. Und Gerissenheit brauchen wir. Boah, 6000. Steck die Waffe weg, wenn du kein Ärger willst. Kluge Entscheidung. Mein Herr erwartet euch oben. Die Treppe hinauf auf der linken Seite. Danke. Scheiße. Ah, die merkt das gar nicht, dass ich hier bin. Dann kann ich kurz die Truhe hier öffnen. Ach, Kacke, jetzt funktioniert die Technik nicht. Hä? Nein! So und so. Hui! Karaffe, Kerzenleuchter, Silberpokal, das können wir gut gebrauchen. So. Wenn wir hier... Schleichen interessiert es ihn auch nicht. Das ist natürlich gut. So, und wenn wir hier die Kiste öffnen. Trank der Ehrfurcht, Bloody Mary und einen Rum nehmen wir mit. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Ach, das will ich sehen. Also, versuch gar nicht erst zu klauen. Ah, ihr seid da. Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Du hast hier nichts zu suchen. Du willst mit mir reden? Wie ich hörte, interessiert ihr euch für Garcia. Jo, und aber ja, ich suche den Mistkerl. Ja, ich suche den Mistkerl. Nun, dann ist euch bestimmt bekannt, dass Maurigato ihm Zugang zum Hohen Rat verschafft hat und dass Garcia dort ein Friedensangebot unterbreitet hat. Was hast du damit zu schaffen? Garcia ist eure Angelegenheit. Mich interessiert nur Maurigato. Kommen wir zur Sache. Warum bin ich hier? Kommen wir zur Sache. Warum bin ich hier? Ich möchte euch ein geschäftliches Angebot unterbreiten. Ich höre. Ich kann euch behilflich sein, im Hohen Rat vorgelassen zu werden. Was zweifelsohne nötig sein wird, wenn ihr mehr über Garcia in Erfahrung bringen wollt. Im Gegenzug werdet ihr etwas für mich im Hohen Rat erledigen. Wie genau kannst du mich denn in den Rat bringen? Wie kannst du mich in den Rat bringen? Die Einzelheiten werde ich euch offenbaren, wenn wir im Geschäft sind. Was genau soll ich erledigen? Einverstanden, wie komme ich in den Hohen Rat? Ja, wir fragen erstmal nach. Was genau soll ich erledigen? Maurigato ist nicht der Ehrenmann, für den er sich ausgibt. Seine Geschäftsmethoden sind fragwürdig und undurchsichtig. Doch er sitzt im Hohen Rat.
Ohne einen Beweis für seine Machenschaften kann ich nicht gegen ihn vorgehen. Alles klar. Und wir sollen dir also einen Beweis liefern. Einverstanden. Einverstanden. Wie komme ich in den Hohen Rat? Es freut mich, dass ihr meinem Wunsch entspricht. Da ihr nicht selbst ein Mitglied des Hohen Rates seid, werdet ihr als Gesandter dort auftreten. Als Bote von Maurigato wird man euch Einlass gewähren. Ich sehe nicht aus wie ein Bote. Die Wache hat Order, jeden einzulassen, der ein besiegeltes Schreiben vorweisen kann. Und ja, angemessene Kleidung wird vorteilhaft sein. Angemessene Kleidung? Angemessene Kleidung? Sucht den Schneider Pantaleo auf und verlangt nach einem entsprechenden Rock. Er wird euch etwas anfertigen. Was? Ich soll einen Rock tragen? Nein, natürlich nicht. Woher kriege ich ein besiegeltes Schreiben? Woher kriege ich ein besiegeltes Schreiben? Das ist der schwierigere Teil. Hierbei werden wir zusammenarbeiten. Ich setze euch ein entsprechendes Schreiben auf und ihr besorgt das Siegel von Maurigato. Ich soll es ihm klauen. Nun, wie ihr euch das Siegel beschafft, geht mich nichts an. Wobei es unabdingbar sein wird, die Grenzen der Legalität zu überschreiten. Aber als Pirat, der ihr seid, seid ihr das ja gewohnt. Die Grenzen der Legalität. Hier ist das Siegel. Hier ist das Siegel. Dann wollen wir zur Tat schreiten. Dieses Schreiben zeichnet euch als Maurigatos Boten aus. Sobald ihr drin seid, haltet ihr für mich Augen und Ohren offen. Ich brauche einen Beweis für Maurigatos dunkle Geschäfte. Bringt mir nach Möglichkeit etwas Schriftliches. Vielleicht lässt sich in seinem Büro etwas finden. Dann benötigt ihr nur noch die Kleidung eines Boten. Kümmert euch darum. Alles klar. Was guckt ihr denn hier so schräg? Dann holen wir uns in der nächsten Folge die Klamotte des Boten. Ah, wir quatschen mal mit ihr, komm. Entschuldigt mich bitte. Oder auch nicht. Genau, watschel mal zurück in deine Küche. So. Gut, gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns... Obwohl, nee, komm, wir machen das jetzt noch zu Ende. Ja, schön. Da hakt sich das Spiel einfach mal auf. Okay, machen wir dann doch in der nächsten Folge zu Ende. Also, bis dann. Ciao.